Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Nachdem ich vor einiger Zeit bereits den Nebot Nomo im Test hatte, habe ich jetzt den Nachfolger, den Nebot Nomo Q11 hier. Und was das interessante Modell leistet und kann, das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Als allererstes möchte ich mich recht herzlich bei Nebot bedanken. Die haben mir nämlich freundlicherweise den Saugroboter zum Test zur Verfügung gestellt. Ja, was erwartet euch in dem heutigen Video? Zu Beginn schauen wir uns erstmal an, was sind überhaupt die technischen Daten des Gerätes, was sind die Besonderheiten hier. Dann werden wir einen Blick auf das Gerät selbst und auch natürlich auf das mitgelieferte Zubehör werfen. Dann werden wir uns die Navigation anschauen. Wir werden einen Blick auf die Reinigungs- und Wischleistung werfen. Wir werden einen Blick in die App werfen und zum Schluss gibt es ein kurzes Fazit. Starten wir direkt mit den technischen Daten des Nebot Nomo Q11. Er hat eine UVP von $699, wird aber schätzungsweise später im Handel für um die $500 bis $550 zu bekommen sein. Er hat Maße von 35,0 x 35,0 x 8,7 cm bei einem Gewicht von 3,3 kg. Die maximale Saugleistung beträgt 4000 Pascal, was in einer maximalen Lautstärke von 65 Dezibel resultiert. Die Akkukapazität beträgt 5200 mAh, was für eine maximale Saugdauer von 120 Minuten reicht. Aufgeladen wird er dann in 360 Minuten. Das Volumen des Staubbehälters beträgt 250, das des Wassertanks 300 ml. Die Besonderheit des Saugroboters ist seine Absaugstation und natürlich, dass die Lasersensorik jetzt in die Front verbaut wurde. Starten wir direkt mit dem Zubehör, was im Lieferumfang des Nebot Nomo Q11 enthalten ist. Mit dabei ist ein Ersatzstaubbeutel für die Absaugstation. Einer ist auch bereits in der Absaugstation selbst drin. Dann haben wir ein Ersatzwischtuch, das ist ein Mehrfachwischtuch und ein Ersatzfilter und natürlich auch noch eine Anleitung, damit ihr wisst, wie ihr das Gerät benutzen könnt. Darüber hinaus auch ein Ladekabel für die Absaugstation. Das ist meiner Ansicht nach etwas kurz geraten. Da seid ihr ein bisschen mit eingestrengt, aber das ist so ein Kaltgerätestecker hier. Vielleicht findet ihr da auch einfach ein längeres, aber das wäre was gewesen, was ich mir einfach in länger gewünscht hätte. Schauen wir uns den Saugroboter jetzt mal etwas genauer an. Die Besonderheit ist eindeutig, dass uns hier der Laser-Navigationsturm auf der Oberseite fehlt. Damit haben wir eine flache Bauweise von unter 9 cm, 8,7 cm sind angegeben. Das ist auf jeden Fall eine sehr schöne Sache. Die komplette Lasersensorik ist jetzt hier in die Front gewandert und funktioniert auch wirklich gut. Das zeige ich euch später in der Navigation. Ansonsten haben wir hier auch eine Obstacle Avoidance mit verbaut. Das sehen wir durch diese kleinen Einbuchtungen hier. Damit sollen Hindernisse erkannt werden. Wie gut das funktioniert, zeige ich euch aber auch an der entsprechenden Stelle. Ansonsten natürlich ein Bumper vorhanden auf der Oberseite. Haben wir eine kleine LED, die leuchtet, wenn der Roboter am Fahren ist. Wir können ihn mit einem Touch hier zurück zur Ladestation schicken und natürlich auch losschicken. Auf der Rückseite haben wir hier, ich ziehe es mal raus, ist ein bisschen hakelig, ein Kombitank, einmal hier für den Staubbehälter, aber er wird natürlich auch abgesaugt mit der Absaugstation und natürlich auch mit dem Wassertank. Ein kleines Reinigungswerkzeug ist auch mit dabei. Und auf der Unterseite ist dann das Tuch, ich mache es gleich. Genau, hier haben wir den Wischmopp mit angebracht, der kann einfach so entfernt werden. Da läuft das Wasser dann einfach eben auf diese drei, durch diese drei Punkte hindurch. Wir haben hier die Hauptbürste, die kann einfach entfernt werden und unten drunter sehen wir, dass da eben der Absaugschacht ist, beziehungsweise der Einsaugschacht, um den Schmutz in den Schmutzbehälter zu befördern. Auf der Seite haben wir eine Seitenbürste, wir haben vier Absturzsensoren und natürlich die gefederten Räder. Ja, so viel zum Roboter selbst und zur Sensorik. Wie gesagt, wir haben hier den Bumper und die Sensorik an der Seite und diese durchaus futuristisch aussehende Absaugstation. Die ist wirklich, sieht spannend aus. Der Roboter fährt da hinein und wird dann auch auf der Rückseite abgesaugt, wie wir das von anderen Modellen her auch schon kennen. Die Ladekontakte befinden sich auch hier auf der Innenseite. Hier oben haben wir noch eine Status-LED. Ansonsten geöffnet wird das Ganze einfach mit diesem Deckel hier auf der Oberseite. Der Staubbehälter
ist dann hier drin. Wie gesagt, einer ist schon hier eingebaut. Auf der anderen Seite haben wir natürlich noch einen weiteren im Lieferzubehör enthalten. Wir haben hier auf der Rückseite unten den Anschluss für das Stromkabel. Das hatte ich auch schon gesagt. Der ist etwas kurz gehalten. Und auf der Unterseite seht ihr auch, ob eventuell der Absaugtrakt blockiert ist, also irgendwie mit Schmutz, dass da irgendwas stecken geblieben ist. Dann könntet ihr das auch abschrauben und reinigen. Ja, so viel zu den Details des Saugroboters. Ich würde sagen, wir kommen zum Thema Navigation. Thema Navigation ist natürlich super spannend. Ein kleiner Hinweis noch, mir ist die kleine Seitenbürste auf den Boden gefallen. Die ist natürlich auch noch mit im Lieferzubehör enthalten. Also eine ist am Roboter und eine ist noch mit dabei. Ja, Thema Navigation ist super spannend, gerade weil wir hier auch eine 3D Obstacle Avoidance mit an Bord haben. Ich habe mein Testareal wieder so präpariert, dass ich das Ganze zweimal gemacht habe. Einmal mit Hindernissen, einmal ohne Hindernisse. Von oben filme ich das Ganze und wie das im Zeitraffer aussieht, zeige ich euch jetzt. Ihr habt es gerade im Zeitraffer gesehen, etwas über eine halbe Stunde hat der Nibod Nomo Q11 hier benötigt und ist durch meinen Wohn-Ess-Bereich gefahren. Die Zeit ist okay, es gibt Saugroboter, die schaffen das in einer schnelleren Zeit, aber was ist mir hier aufgefallen, es ist die Rede von einer 3D Obstacle Avoidance, also es sollen Hindernisse erkannt werden, das funktioniert, naja, lala. Ihr habt es gesehen, ich musste zweimal ins Bild rennen, einmal um ein Kabel wieder zu befreien und einmal um meine aufgesaugten Socken daraus zu holen. Also diese Obstacle Avoidance funktioniert noch nicht so gut, wie wir das von Ecovacs oder Roborock bei den entsprechenden Modellen her kennen. Hausschuhe werden allerdings schon als Hindernis erkannt. Also wir haben hier zwar eine Hinderniserkennung, aber sie funktioniert leider nicht so gut, wie wir uns das hier wünschen würden. Ansonsten ist die Navigation wirklich sehr gut. Wir haben hier jetzt keinen Laser-Navigationsturm mehr, gewinnen dadurch eine flachere Bauweise, haben jetzt eine Lasersensorik hier in der Front verbaut. Das heißt, er kann jetzt auch eine gute Karte erstellen. Allerdings muss er natürlich zur Navigation hier hin und wieder sich ein wenig um seine eigene Achse drehen, um sich besser zurechtzufinden. Einfach weil der Laser nicht 360 Grad um sein eigenes, um sich selbst herum zirkulieren kann, sage ich mal, sondern eben immer nur so zur Hälfte. Ansonsten, wie gesagt, Thema Hindernisüberwindung, hier hat er 1,8 cm geschafft, der Wert ist okay, ich sag mal, der Durchschnitt liegt eher so bei 2 cm, ansonsten hat mir die Navigation wirklich gut gefallen, klar, wir müssen ja jetzt bedenken, dass er eben flacher ist, weil der Turm nicht mehr oben drauf sitzt und da ist es auf jeden Fall eine, ich sag mal, neue Ära, die hier eingeleitet wird, das ist definitiv eine Technik, auf die ich mich schon in der Zukunft weiterhin freue. Ja, so viel zum Thema der Navigation und dem Umgang mit Hindernissen, ich würde sagen, wir gucken jetzt zur Reinigungsleistung. Das Thema Reinigungsleistung ist natürlich auch super wichtig. Wie hat er hier abgeschnitten? Wie immer habe ich mein kleines Testareal aufgebaut, habe einmal auf dem Hartboden drei verschiedene Sachen bestehend aus Vogelsand, Katzenstreu und so Holzspänen verteilt. Das gleiche auch noch auf dem Teppich und wie das auf dem Hartboden aussieht, zeige ich euch jetzt.
Ihr habt es gerade im Zeitraffer auf dem Hartboden gesehen. In ungefähr 2 Minuten 45 hat er hier 98,03 Gramm aufgesaugt. Das ist ein wirklich sehr, sehr guter Wert. Die Zeit ist auch wirklich hervorragend. Da hat er auch auf jeden Fall sich ein wenig abgesetzt von seinem Vorgänger, den wir hier im Hintergrund haben. Der hat nur 88,49 Gramm aufgesaugt, allerdings auch in einer extrem schnellen Zeit von 2 Minuten. Thema Saugleistung auf Hartböden muss man aber auch fairerweise dazu sagen, dass das keine große Herausforderung mehr ist. Auf Hartboden schafft eigentlich oder sollte eigentlich mittlerweile jeder Saugroboter ein nahezu perfektes Ergebnis erreichen. Dementsprechend hat er hier gut abgeliefert, aber es ist an der Stelle jetzt auch keine herausragende Leistung. Spannender wird das Thema natürlich auf dem Teppich und wie das aussieht, zeige ich euch jetzt. Gleiches Spiel auf dem Teppich, selbe Mischung. Hier hat er jetzt benötigt 3 Minuten 40 und hat aufgesaugt 60,32 Gramm. Das ist ein ordentlicher Wert, kein Bestwert. Die Besten schaffen über 70, teilweise fast bis hin zu 80 Gramm. Es gibt aber auch welche, die schlechter sind. Zum Vergleich auch hier der Nibot Nomo, sein Vorgänger, hat in auch wieder einer sehr schnellen Zeit von 1 Minute 45 58,27 Gramm aufgesaugt. Also hier sind wir jetzt ungefähr 2% besser als vorher. Der Wert ist okay, die Zeit ist auch okay. Also wir haben ja jetzt keinen absoluten Teppichspezialisten. Dementsprechend muss man sagen, es gibt hier Saugroboter, die da besser abliefern, aber wir müssen uns natürlich bei diesem Modell vor Augen halten, was nichts mit der Saugleistung zu tun hat, dass wir hier einen fehlenden Lasernavigationsturm haben. Dementsprechend haben wir eine flachere Bauweise. Wer auf sowas Wert legt, kommt dann an so einem Gerät nicht vorbei. Wie gesagt, Teppich-Saugleistung nicht so gut, wie es sein könnte oder wie es teilweise andere schaffen. Was gibt es sonst noch zu sagen? Die Reinigung in Ecken. Hier hat er 2 von 5 Maiskörnern aufgesaugt. Da liegt der Durchschnitt ungefähr bei 3 von 5 Maiskörnern. Das ist etwas unterhalb des Durchschnitts, also leider auch hier kein Bestwert. Was gibt es noch zum Thema Sensorik zu sagen? Wir haben natürlich eine Teppicherkennung mit an Bord. Die Teppicherkennung funktioniert auch, bedeutet also, wenn der Saugroboter auf einen Teppich drauf fährt, wird die Saugleistung erhöht. Fährt er wieder runter, wird die Saugleistung wieder reduziert. Ansonsten muss man aber noch im Hinterkopf haben, dass wir hier keine Teppicherkennung im Sinne von einer Teppicherkennung mit Wischpad haben. Bedeutet also, wenn ihr nicht in der App explizit einen Teppich als No-Go oder No-Mop-Zone eingezeichnet habt, dass der Roboter einfach stumpf den Wischmop mit über den Teppich drüber zieht. Ja, das sind so die Hauptfacts, was die Reinigungs- bzw. Saugleistung angeht. Wir haben hier eine aktive Wischfunktion verbaut. Das Wischen ist okay. Auch hier gibt es mittlerweile schon technisch Besseres. Wir haben eine aktive Wasserzufuhr. Bedeutet, ihr könnt in der App selbst einstellen, wie viel Wasser auf das Pad hinzugefügt werden soll. Und dann zieht er eben den Lappen hinter sich her. Ansonsten gibt es auch dazu sagen, der Lappen liegt dann hier im Reinigungsgerät selbst drinne, aber es ist natürlich immer zu empfehlen, den Wassertank zu entfernen. Man muss ja aber bedenken, wenn die Wischfunktion aktiv ist, müsst ihr den Roboter rausholen aus der Ladestation, um dann eben an das Wischpad bzw. den Wassertank dran zu kommen, um ihn dann damit auch wieder aufzufüllen. So viel zum Thema Reinigungsleistung und Wischleistung. Ich würde sagen, wir kommen zum Thema App.
werfen wir zum Schluss nochmal einen Blick in die App. Wir befinden uns jetzt hier in der Nibod App auf der Startseite. Wir haben jetzt hier den Q11 mit hinzugefügt. Wir können direkt hier von der Startseite aus den Roboter zum Starten schicken oder uns eben natürlich weitere Informationen angucken, wenn wir hier eben auf das Gerät selbst drauf tippen. Wir sehen jetzt schon hier direkt auf der Startseite Total Clean oben angezeigt und direkt unsere Hauptkarte. Das ist bei mir der Wohn-Ess-Bereich. Ich habe das Ganze unterteilt. Oben der gelbe Bereich ist mein, ich sag mal, Wohnzimmer. Der lila Bereich ist mein Esszimmer. Der grüne Bereich meine Küche. Der blaue Bereich der Flur und hinten die abgehakte Karte ist mein Arbeitszimmer. Das liegt aber daran, dass einfach zwischen dem gelben und dem blauen Bereich ein paar Treppenstufen sind. Da kommt er nicht runter. Auf der Oberseite habt ihr jetzt die Möglichkeit, entweder einen Part Clean zu machen. Das heißt, ihr könnt einfach auswählen, welcher Bereich hier gereinigt werden soll. Total Clean ist dementsprechend natürlich alles. Area Clean, ich habe hier ein paar Areale eingezeichnet, die letztendlich genau auch meinen Zimmern übereinsprechen. Ihr könnt aber zum Beispiel im Wohnzimmer sagen, dass ihr nur den oberen Teil davon eben reinigen wollt, was dann wahrscheinlich mehr Sinn ergeben würde. Aber ich habe es jetzt einfach mal so gemacht. Local Clean ist eben einfach ein, ich sag mal, Spot Clean Modus, wo ihr den Roboter eben nur einen kleinen Bereich reinigen lassen könnt. Oben links, ihr habt noch die Möglichkeit, hier auf die Einstellung von den Lampen einzugehen. Ihr könnt den Roboter suchen. Klickt ihr drauf und dann spricht er auch zum Thema Sprache. Er spricht bisher nur Englisch. Ihr habt leider noch nicht die Möglichkeit, die deutsche Sprache hier einzustellen. Ihr könnt einen Zeitreinigungsplan festlegen mit Cleaning Plan, wann ihr eben möchtet, wann euer Saugroboter halt reinigen soll. Meinetwegen dienstags und donnerstags vormittags um 10, wenn ihr bei der Arbeit seid. Ansonsten noch More Functions. Da habt ihr die Möglichkeit, mehrere Einstellungen einzustellen. Ihr könnt eben verschiedene Teile einrichten, wie ich vorhin schon gezeigt habe, eben, dass ihr eure Räume einteilen könnt. Dann habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, mehrere Karten abzuspeichern. Ihr seht jetzt hier oben einmal die Karte abgespeichert mit den Räumen, einmal die Karte ohne Räume abgespeichert und hier unten mein kleines Testareal ist auch als Karte abgespeichert. Wenn ich es anklicke, kann ich diese Karte eben hier nutzen und diese Use-Funktion funktioniert mit allen vorherigen Karten, die ich bisher hier erstellt habe. Genau, ansonsten habt ihr auch noch mal die Übersicht, wann der Roboter wie oft wie viel gereinigt hat. Sind halt dementsprechend einfach verschiedene Möglichkeiten, die ihr hier habt. Ansonsten bietet die App eigentlich alles, was man sich momentan von einer App wünschen kann. Ihr könnt auch noch einstellen, wie oft eben der Roboter eben von seiner Absaugstation gereinigt werden soll. Die Absaugstation funktioniert auch ganz gut. Das Ganze ist eben durch ein Loch realisiert, was soweit okay ist. Einziger Punkt, der bisher noch nicht möglich ist, ihr seht es gerade vor Bittenzettel, ihr könnt natürlich auch Bereiche einstellen, wo der Roboter nicht saugen oder wischen soll. Da habt ihr dann halt eben die Möglichkeit, hier ein Areal auszuwählen, in dem nicht gesaugt werden soll oder in dem nicht gewischt werden soll. Ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, die Wassermenge einzustellen bzw. die Saugleistung einzustellen. Das funktioniert. Was ich eben eigentlich erwähnen wollte, ist, dass ihr hier noch nicht die Möglichkeit habt zu sagen, ihr möchtet bitte euer Wohnzimmer so stark saugen und so nass wischen und die Küche vielleicht noch einen Ticken nässer, ihr wisst schon, was ich meine. Das ist eine Möglichkeit, die bei den anderen modernsten Geräten, zum Beispiel von Roborock, momentan geht. Hier gibt es diese Option noch nicht. Genau, so viel als kleiner Überblick zur App. Ich würde sagen, wir kommen zum Fazit. Mein abschließendes Fazit zum Nibod Nomo Q11. Ich bin wirklich begeistert, was die neue Technologie angeht, dass wir einfach hier jetzt einen flachen Roboter haben, der unter die 9 cm kommt. 8,7 cm ist er hoch. Die Lasernavigation funktioniert auch wirklich sehr, sehr gut. Das sind definitiv Stärken des Roboters auch. Die App ist wirklich übersichtlich und gut gestaltet. Ihr habt eine Unmenge an Möglichkeiten. Klar, wir befinden uns hier nicht auf dem High-End-Level, wie wir das zum Beispiel von einem Roborock S7 her kennen, aber wir haben ein sehr, sehr rundes Gesamtpaket. Die Saugleistung auf dem Teppich hätte meiner Ansicht nach ein Ticken höher sein können. Diese Obstacle Avoidance ist auch nicht das, was wir momentan von den besten Geräten her kennen, aber es ist besser als nichts. Dementsprechend haben wir ein wirklich rundes Gerät im wahrsten Sinne des Wortes, aber wie so oft müssen wir natürlich gucken, wie der Preis letztendlich aussieht. Angekündigt ist er mit einer UVP von $699, was natürlich eine Menge Geld ist. Ich habe schon Infos bekommen, dass der zu Early Bird und Super Early Bird Prices von $470 gelauncht werden soll.
Das muss man einfach abwarten, wie sich der Preis einpendelt. Meiner Einschätzung nach zu UVP ist das Gerät, würde ich es persönlich nicht kaufen. Da gibt es attraktivere Lösungen. Wenn sich der Preis aber bei 470 Dollar zum Beispiel einpendeln sollte, was einem Preis von ungefähr 400 Euro entspricht, dann haben wir natürlich einen extrem starken Saugroboter hier. Und natürlich auch gerade mit diesem Novum der flachen Bauweise ist das natürlich auch nochmal ein Alleinstellungsmerkmal, sodass wir hier wirklich einen sehr, sehr, sehr guten Allround haben, der einfach tolle Leistungen abliefert. Wo wir beim Thema Leistungen sind, wenn ihr euch für andere Saugroboter interessiert, werft unbedingt mal einen Blick in unseren Akku-Saugroboter-Finder. Dort findet ihr alle Modelle, die ich bereits getestet habe und einige mehr. Da könnt ihr genau nach euren Bedürfnissen filtern, findet natürlich auch direkt einen Link zu den Produkten und auch zu meinem ausführlichen Testbericht. Ebenso wie, dass ihr natürlich auch die Saugroboter mit anderen vergleichen könnt. Schaut euch das unbedingt mal an. Link ist unten in der Videobeschreibung, natürlich genauso wie auch der Link zu dem Produkt. Sollte euch das Video gefallen haben, freue ich mich natürlich über einen Daumen hoch. Solltet ihr den Kanal noch nicht abonniert haben, macht das, denkt unbedingt an die kleine Glocke da unten in der Ecke, dann verpasst ihr auch in Zukunft keine Videos mehr und bis zum nächsten Mal würde ich sagen, ciao, ciao!